So, unsere Freunde, hallo zusammen. Wir sind unterwegs mit der Pinja. Hallo, wie geht's? Und heute wollten wir eigentlich mit euch über ein Thema sprechen. Die Pinja ist heute genau 2 Jahre in Deutschland. Ja. Und ich wollte mit dem anfangen und dich fragen, was ist der größte Unterschied für dich persönlich jetzt nach 2 Jahren, was würdest du sagen, zwischen Deutschland und Thailand? Viel. Gibt es keine Großes, aber gibt es alle Großes. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel Essen, Wetter, Leute, Sprache. Was genau? Hä? Ich fahr die mir. Was genau? Wir nehmen jetzt ein Interview von dir. Siehst du mir her, ne? Ja. Setz für uns. Genau. Jetzt bin ich schon. Du bist ja im April 2022 nach Deutschland gekommen. Mhm. Und das war genau der 27. April. Ja. Setz dich auf die Bank. Okay. Genau. Und was ist für dich persönlich jetzt der größte Unterschied zwischen Deutschland und Thailand? So, ich muss das sagen. Für mich in 2 Jahren ist die große Unterschied jetzt. Essen, ja. Essen. Und was hältst du allgemein von den Menschen, die in Deutschland leben? Allgemein? Was meinst du? In general. Ja, ich weiß. Von den Menschen, die in Deutschland leben, was hältst du davon? Was denkst du über die Menschen? Sind die komplett anders wie Thailand? Oh, natürlich. Deutschland ist, wie sie hat kein Spaß. Lust. Verstehen Sie, wie heißt es in Deutschland? Ja. Spaß, Lust. Ihr Herz ist nicht schlecht, aber sie hat keine funny way. Vielleicht sie wissen nicht. Wie kann man Spaß machen? Ich weiß nicht. Sie immer Stress. Ja. Aber natürlich, es gibt Stress, es gibt gute Zeit und nicht gute Zeit. Aber finde ich Deutsch. Ab und zu kann ich nicht. Geht's? Ich kann ab und zu nicht wissen oder denken, ja? Denken, was denken sie? Yeah. Bedenken die Leute. Yeah. Weil sie zeigen nicht. Yeah. Bei Gesicht oder vielleicht. Oder bei Sprache, ich weiß es nicht. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich spreche mit Thailändisch, sprechen gleiche Sprache als Thailändische. Mhm. Und dann ich weiß, sie macht Spaß. Mhm. Oder sie. Mega joke, you know, like with us to speak, and then und dann ich kann zurück sprechen, aber mit Deutsch. Ich weiß das nicht. Ist natürlich komplett andere Kultur, andere Mentalität. Yeah. Die Menschen sind vielleicht eventuell zum Teil nicht so offen. Okay, den Punkt habe ich dann auch verstanden. Was denkst du über die Sauberkeit, die in Deutschland ist? Oh, natürlich besser. Ist besser, ja. 1000%. Und noch Obersprache. Mhm. Wenn zum Beispiel im Supermarkt, wenn sie sprechen etwas, mhm. und ich habe gedacht, sie hat nicht gute Laut oder was, aber sie sprechen normal. Mhm. Aber für mich ist es wie sie sind böse auf mich, weißt du? Aber sie ist normal, das ist ihr normal sprechen. Mhm. Für mich. Entschuldigung. Und? Sauber. Was? Sauber, genau. Natürlich. In Deutschland ist besser. Für mich finde ich, sie haben das Müll, ja? Den Müll. Den Müll. Sehr reparat geschmissen. Ja, es gibt Biotonne, Biotonne, Papier, Pasta. Das gefällt mir alles. Sehr. Ja. Ich will auch Thailändische machen so. Aber erst die Regierung muss etwas machen mit Leuten, weil Leute weiß nicht. Mhm. Ich weiß, ah, Plastik, okay, Papier, okay, BO. Aber wenn ich mache sehr reparat. Und dann, wenn diese Auto von Stadt kommt, sie macht alles zusammen. Das ist hilft nicht, verstehen Sie. Erst muss die Regierung etwas machen, denke ich. Und in Bangkok, ich habe gehört, dieser neue, wie heißt Bürgermeister, Gouverneur. Er hat sehr reparat gemacht und er hat gesagt. Separat gemacht. Oder getrennt, auf Deutsch getrennt. Getrennt, ja. Genau. Den Müll gemacht, ja. Er hat den Müll getrennt, ja. Und dann.
diese Banker kann viel, viel Geld sparen für diesen Müll. Muss man nicht schwer zum to burn it or whatever, you know. Mhm. Ja. Was noch? Was fehlt dir allgemein so in Deutschland? Was, was vermisst du in Deutschland, was dir jetzt fehlt persönlich? Wenn wir jetzt über Thailand denken, Deutschland, was vermisst du in Deutschland? Was, was gibt es nicht in Deutschland? Wenn ich in Thailand bin. Nein, wenn du in Deutschland jetzt wohnst, was fehlt dir? Oder was vermisst du? Vielleicht hast du das in Thailand, aber hier nicht. Was fehlt dir? Was vermisst du? Haus. Hm? Haus. Du, also ein Haus. Ein Haus. Weil jetzt wohnen wir in Wohnung. Mhm. Ganzes Leben, das ist mein erstes Mal, um Wohnung zu leben. Mhm. Nee. Ja. Was noch? Ein Haus. Was noch? Autofahren. Möchtest du Autofahren, ja? Ja. Und ja gut, du bist ja dabei, Führerschein zu machen. Du hast ja jetzt angefangen. Ich fühle mich in Thailand, wie ich gehört diese Leute in Thailand. Mhm. Aber in Deutschland, ich fühle mich, wie ich gehört nicht mit diesen Leuten. Verstehen Sie? Ja. Tief in mein Herz. Ja, viele denken so. Ja. Nicht nur du, sehr viele denken so. Und ich muss das sagen, Frauen von Thailand, wenn sie nach Deutschland kommen, erstes Jahr wird es sehr schwer für sie, sehr, sehr schwer. Das ist normal, alle gleiche. Aber nach dem eineinhalb Jahr oder zwei Jahr wird sie besser. Wird es besser? Ja. Ja. Weil du bist ja gekommen, dir war es immer kalt hier, weißt du noch? Für mich sehr kalt war, aber jetzt nicht so. Jetzt hat sich dein Körper ein bisschen gewöhnt. Ja. Früher hast du kein Brot gegessen, oder? Nee. Nicht, ich weiß es, ich habe es vergessen. Ich glaube nicht, oder? Ja. Wurstkern oder das Internet gibt es, aber ich kann nicht jeden Tag essen. Mhm. Kartoffeln gar nicht, zum Beispiel in Thailand. Ja. Aber nach dem zwei Jahr oder eineinhalb Jahr wird es bestimmt 100%, 1000%, I can confirm it, werden sie besser, fulfilling. Ja, und was denkst du über die deutsche Sprache? Sollte eine Frau die deutsche Sprache lernen? Natürlich. Oder ist es wichtig, die deutsche Sprache zu lernen? Natürlich. Oder viele sagen, ich kann ja Englisch, ich kann mit Englisch weiterkommen. Englisch hilft nicht in Deutschland. Hilft nicht. Null. Und hilft, aber erstmal muss Deutsch. Ja. Englisch kann zweite Sprache sein. Und ihre Sprache ist dritte. Dritte. Ja. Deutsche finde ich wichtig. Wichtig. Wichtig, ja. Even ich, important, ja? Ja. Wichtig, ja. Even ich spreche Deutsch, B2 bin ich jetzt. Ja. Auch wenn ich Deutsch B2 sprechen kann, B1 bist du. B1. Oder bist du B2? B1. Ja, du hast B2 gesagt, ja. Ja? Ja. Entschuldigung. Ja. B1. Ich freue mich noch, das ist so wenig für Deutschland. Noch wenig. Man aber du sprichst schon. Aber stell mal vor, vor zwei Jahren, du bist nach Deutschland gekommen. Ich habe dich abgeholt am Flughafen in München. Du warst mit Luca. Du konntest null. Nur danke. Hallo. Yeah. Einfach Wort. I cannot imagine I will be here, you know, about Sprache, how to say in Du kannst es dir nicht vorstellen, dass du hier, oder was möchtest du sagen? I cannot imagine that I will be like this. Ach so, du konntest dir nicht vorstellen, dass du später mal Deutsch sprechen kannst. Ja, weil es ist so schwer. Natürlich, wenn sie lernen, weiter ist nicht so schwer, aber am ersten Mal oder ersten zwei Monaten, es war so schwer, aber nach dem weiterlernen, das ist nicht so schwer. Mhm. Okay, und dann die Geburt von Mia. Oh. Was hattest du eigentlich positives Eindruck vom Krankenhaus, vom alles? Ehrlich gesagt, wenn meine Neffe geboren ist, ich bin noch jung, 18 vielleicht, 18 Jahre alt. Mhm. Und interessiert mich nicht. Aber ich habe nicht gefragt.
Mhm. Aber sie hat, meine Schwester hat extra bezahlt. Aber du warst ja im Krankenhaus mit deiner Schwester? Nee, war im Haus. Weil sie kommt sofort nach Hause. Liegt lang im Krankenhaus bei mir. Okay. Oder vergesse ich schon, das ist schon fast 20 Jahre. Weißt du, Alzheimer. Alzheimer. Oh, Eger. Hi, Hil. Können Sie helfen? Hast du Alzheimer? Das ist Deutsch, aber thailändische Pronunciation. Thailändische Aussprache. Und für mich denke ich, in Deutschland ist besser. Ja. Weil in Thailand muss man extra bezahlen und dann bekommen sie gute Service. Mhm. Aber wenn sie nicht extra bezahlen, bekommen sie auch nicht schlechter Service, aber nicht Service. Services. Service. Service. Ja. Ja, genau. Nicht Service. Service. Not Service. Vergesse ich. Mein Thailand haben wir keine Ende N, Sound. Ja, T, S. N. Thailandisch gibt es keine. Yeah. Aber Thailandisch gibt unterschiedlich. Voice. Töne. Töne, ja. Genau. Ma. Also, das ist unterschiedlich. Ja. Bedeutung. Okay, und okay, was noch? Was möchtest du jetzt? Ich habe so keine Themen mehr. Oder? Jetzt fühl mich. Oder ich gehe vielleicht kurz spazieren mit der Mia. Und? Und du kannst ja mit der Kamera weiterreden. Nee. Okay, dann sag. Jetzt in Anniversary, ja? 2 Jahre. Jubiläum sozusagen. Du bist jetzt 2. Ja, du nach bist Deutschland gekommen. Du bist am 27. April gekommen nach Deutschland. Ja. Ja, und heute ist der 27. Genau, genau. Heute vor 2 Jahren. Mhm. Nach München. Nach München. Mit Luca. Mit Luca. Sehr, sehr schwer mit Luca. Und wie war das Wetter? Weißt du das noch? Mhm. Ich glaube kälter wie heute. Ja, ja, ich auch. Ich glaube kälter. Mhm. Und. Oder? Ja, du bist gekommen. Es war es war nicht grün. Blätter. Genau, ich glaube, es waren ein bisschen Blätter, aber nicht viele, oder? Ah ja, ja, kälter. Das war kälter. Ich war im Auto, kälter. Ja. Ja. Und jetzt fühle ich mich wie besser als letztes Jahr und letztes Mal, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Und... Aber... Ich vermisse noch meine Land. Ja. Ich fühle mich wie, ich gehört nicht hier und never be. Jemand hat gesagt, wenn Deutschland schlechter ist, gehe ich nach Thailand zurück, dann. Jemand hat kommentiert. Jetzt musst du nicht weinen, alles gut. Ja, ich weiß, aber ja, ich will das sagen. Hier. Hat jemand geschrieben, oder was? Ja, ich will das sagen. Im YouTube haben die geschrieben. In YouTube, ja. Aber das ist okay, das ist egal für mich, ja. Ja. Ach so, er hat geschrieben, ja, wenn das alles in Thailand besser ist, dann geht doch... In Deutschland doch schlechter. Ja, ja. Es gibt solche Menschen. Ja. Ich will. Ja. Ehrlich gesagt, ich will nach Thailand. Also, ich will bestimmt. Hier. Aber sie wissen, dass... Ist es nicht so einfach, in Deutschland bin. Warum ich nicht gehen kann. Ja. Natürlich, wenn ich kann wählen, ich will nach Thailand zurückgehen. Warum ich muss hier bin? Bleiben, ja. Bleiben. Aber das Problem ist, ihr kennt ja, ich kann als Ausländer kannst du nicht so einfach in Thailand arbeiten. Ja, ja, so ich. Wie kann ich dann dort arbeiten zum Beispiel? Aha. Und das Geld, es kommt ja auch nicht vom Himmel und, dort. Da muss, und stellen Sie vor. Und dann haben Sie noch ein Kind, kleines Kind und vieles andere. Stellen Sie vor, Sie irgendwo gekommen? Sie sind irgendwo gekommen, alleine. Und Leute dort sprechen nicht gleicher wie sie essen, nicht gleicher wie sie leben, nicht gleicher wie sie. Das ist so schwer. Ganz allein. Ja. Schwer, ja? Mhm. Entschuldigung, ich kann nicht Kantor reden.
versuche ich, aber ja. Vielleicht. Diese Leute lupfen Polizist an. Hat genau gesagt, hat mit mir etwas gemacht. Und mein Kind hat auf mich geguckt, was passiert mit Mama. Ja. Ja. Okay, jetzt die Zukunft. Die Zukunft für Kinder, was denkst du, wenn ein Kind in Deutschland geboren ist und ein Kind in Thailand geboren ist, von normalen, also es muss keine reiche Familie, ganz normale Familie, wo wird es den Kindern später besser gehen? Was denkst du? In Deutschland denkst du für die Kinder, wenn die hier... Sicher, gute, bessere Qualität. Lebensqualität, ja. Lebensqualität meine ich. Sicher und mehr Chance zu besser sein. Ja, oder besseren Job vielleicht zu bekommen. Ja, ja, ja. Oder vielleicht zu studieren oder Universität oder was auch immer, ja? Aber, ja, das meine ich. Genau. Und was... weil Drama heute. Heute Drama. Also, normalerweise soll man dich Drama heute. Ja. Anniversary, verstehen Sie? University, ja. Anniversary. Oh, ja. Anniversary, ja. Also das ist so ein kleiner... Jubiläum, das jetzt 2 Jahre ist. Also, falls ihr irgendwie Thai-Freundinnen habt, könnt ihr gerne Pinyas TikTok-Kanal abonnieren. Mhm. Ich lasse mal vielleicht die Beschreibung da. Aber die spricht ja nur auf Thailändisch, von daher ihr werdet wahrscheinlich das nicht verstehen, aber eure Freundin könnte das verstehen, weil die spricht Thai für thailändische Menschen über das Leben in Deutsch. Ich lasse mal einfach unten in und der viele, Videobeschreibung. Und viele Leute denken, thailändisch denken. Aber was denken eigentlich andere thailändische Frauen? Sie denken... So, du hast ja viele hier. Ja. Ja, Freundin, Bekannte. Nicht Freundin, Bekannte. Aber ja. Nicht so close. Nicht so eng. Nicht so eng. Aber nicht jeden Tag gesprochen. Aber manche wollen auch in kleinen Dörfern nicht leben, sie wollen in die Großstadt ziehen. Aha, ja, 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 sie fühlen sich gelangweilt hier. Ja, ja, langweilig. Ja. Stuttgart auch nicht genug für sie. Sie hat gesagt, vielleicht irgendwo große Stadt, wo sie bleiben. Weil sie hat in Thailand, sie hat in Bangkok oder in großer Stadt geblieben. So, wenn sie in eine kleine Stadt oder eine Dorf bin, ist. Sie ist. Ui. Und dann vielleicht fühlt sie sich ein bisschen schlecht. Ja. Wie kann man sagen? Ein bisschen schlecht. Ja, nicht schlecht, aber. Ja, ja, hat nicht so gutes Gefühl, ja. So, nach. Aber für mich, Deutschland ist perfekt. Ui. Perfekt, meine ich, weil in Thailand. Ich habe auch in meinem Haus neben Bangkok, aber meine Persönlichkeit, ich gehe nicht gern im Club oder Party oder deswegen in Deutschland, wenn alle um 6 Uhr zu machen. Ja, kein Problem für dich. Kein Problem für mich. Das ist eine gute Seite. Guck, jetzt lacht sie wieder. 2 Minuten sind vorbei. Ja. Also, okay, wir waren jetzt mit dir in der Schweiz, in Italien, in Frankreich waren wir mit dir. Wenn du so vergleichst mit europäischen Staaten, oder ist schon Deutschland, ist nicht schlecht. Also ich denke mal, Deutschland ist besser wie Frankreich. Ja. Also mir gefällt Deutschland besser wie Frankreich. Und auch... Also du musst sagen, welcher Seite? Wetter vielleicht Italien besser. Genau, aber von der Lebensqualität, von der ganzen Ordnung und so. Und stell mal vor, früher war es noch besser, sagen viele. Also ich kann mich erinnern, ich bin als kleines Kindchen nach Deutschland gekommen, ich war fast 30 Jahren, da gab es noch die D-Mark, da war schon, sagen viele, ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, aber es war schon vieles besser hier, so wie ich jetzt, sagen viele. Aber wahrscheinlich sagen die das die Leute über Thailand auch, dass in Thailand vor 30 Jahren auch alles besser war. Oder nicht? Ich weiß es nicht. So gleicher. Besser. Ja, sagen viele, ja? Und wenn letzte Mal war ich in Thailand, ich habe viele Plastik oder etwas auf der Straße. Vor mir wie unbequem, verstehen Sie? Ja. Wie etwas stimmt nicht, wie. Ja. Es ist etwas nicht normal. Soll besser sein. Ja, ja. Ich kann nichts machen. Oder Hunde und Katzen. Ja, Hunde, Katzen, sehr sad, sehr traurig für mich. Jetzt fängt sie wieder an zu weinen, oder? Ja. Nein. Nee.
Genau. So, also wir sind hier in so einer kleinen Spielplatz. Boah, guck mal. Boah, das ist eine Wespe. Also, was hast du gesehen, Pina? Habe ich gesehen, Thailand, wenn ich in Deutschland bin, ja? In Thailand bin. Auto fahr, jemand fährt Auto und kleine Katze wie meine Hand, zwei kleine Katze, kommen von unter von diesem Auto auf der Straße, weil das Auto fährt, ja? Und dann diese andere Motorbike kommt und hat, like, bist du über like, how to say? Über die Katze gefahren? Ja, yeah, hab auf Körper. Ja. Yeah. Hab auf die Körper. Ja. Yeah. Yeah. Und dann sie laufen so mit Hand, zweiter Hand. Wie? Körper war weg? Nee. Körper. Körper. Körper, ja. Körper. Aber Körper war noch zusammen, aber kaputt. Zusammen, aber kaputt. Ja gut, nee, ist nicht schlimm, passiert viele, überall. Und dann sie... Ja, gut, die wird behindert sein, also das ist ein Unglück. Es sterben Menschen jeden Tag in Ukraine und Syrien und Russland und wo auch immer. Das soll nicht passieren. Du bist doch nicht die Mama Therese, über alle zu denken. Weißt du, wer Mama Therese ist? Das ist die Mutter von Gott. Sie war auch so wie du. Ihr hat auch jeder Leid getan. Und? 2 Jahre vorbei. Ist es schnell vorbeigegangen? Ja, auch schnell, sehr schnell. Ja? 2 Jahre schon. Sehr schnell, gell? Und ich wollte immer nach Thailand gehen. Im ersten Jahr, ja? Ja. Aber jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Ja. Geh. Kann auch gehen oder geh nicht mehr, ist egal. Ja. So. So ein kleines Video von uns. Ja, bisschen von Drama. Bisschen Drama. Entschuldigung. Ja, aber du bist echt, du bist so wie du das, ja, du bist keine... Ich versuche zu kontrollieren, aber... Du bist keine Fakerin. Wenn dir was nicht gefällt, dann sagst du das auch. Du sagst, dass du vermisst es und so weiter, ja. Ja. Also, tschüss. Hoffentlich gefällt Ihnen, dieser Video gefällt Ihnen. Ja. Gefällt Ihnen. Gefällt. Tschüss. So, jetzt haben wir einen kleinen Stopp hier gemacht, in so einer Gaststätte. Das Bier kennt ihr wahrscheinlich ja alle. 1521 Zwiefalter. Die Pina trinkt kein Bier, aber letztes Mal hat sie ein paar getrunken. Ein paar Bier. Ein paar Maß. Nein, du hast, glaube ich, halben Maß getrunken. Weißt du, am Volksfest. Nein, noch nicht halb. Ja, so. Und du warst ein bisschen betrunken, oder? Ja. Und kann nicht mehr Kopfschmerzen. Ja, du trinkst Cola. Aber deutsches Bier ist das Beste auf der Welt. Weißt du das eigentlich? Nee, denke, habe gehört. Das ist das beste Bier. Deutsches und tschechisches Bier ist das Beste auf der Welt. In Deutschland ist das beste Brot, Würstchen und Bier und Autos und Fußball und vieles mehr. Nur zur Info. Und was? Wie lässt das? Bier, Würstchen, Brot, Fußball. Autos, Fußball. Was ist noch Nummer 1 in Deutschland? Vieles. Ich weiß, dass Auto, Bus, Bier. Ja, so. Fußball. Ja. Nicht Fußball. 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 Genau. Ich weiß nicht, welchen Club ihr unterstützt. Ich unterstütze VfB Stuttgart in der Bundesliga. Mhm. Wenn es Champions League oder so geht, dann bin ich eigentlich für jede deutsche Mannschaft. Wie jetzt zum Beispiel im Halbfinale. Kommt ja Borussia Dortmund, Bayern. Ich hoffe, dass die gewinnen. Gegen die Engländer. Und bald ist Europameisterschaft in Fußball. Mhm. Wer? In Deutschland. Weiß nicht. Ja, bald, in einem Monat. Dann müssen wir Deutschland und Thailand das nächste Mal supporten, wenn Thailand bei der WM dabei ist. Aber ich glaube es nicht. Aber ich hoffe es für die Thais. Die Thais sind auch nett. Die Thais sind auch gutes Volk, gell, Pinja? Normalerweise, die sind ja gute Menschen, meine ich. Ja, aber wenn sie sind in Touristenplatz, das ist normal, dass sie... Ich sage, sie machen immer schlechter zum Toiletten, even am Thai, even ich bin Thai. Ja gut, weil dort Geld verdient wird, dort ist alles teurer, das ist normal. Wenn du hier am Bodensee bist, ist das auch alles teurer. Mhm. Aber wenn sie in normaler Platz, zum Beispiel Bangkok, nicht Bangkok, zum Beispiel nach Hompatom, Lashaburi, das ist, Leute, ist ganz normal. Nicht wie in Phuket oder Pattaya. Ja. Phuket oder Pattaya, das ist Touristenplatz, sie muss das verstehen. Ja. Es gibt. Ich habe letztes Mal in Pattaya getroffen, einen Mann, sehr schlechter Verhalten. Thai, oder? Thai.
hat gesagt, ah, siehst du hier, ich will nicht, ich wollte nicht, gibt's Stuhl hier, siehst du hier? Und ich sage, nein, nein, ich sage immer nein, nein, nein. Und er hat gesagt, okay, gehst du weg? Mm. Brauchst du nicht das, brauchst du nicht das? Und was brauchst du denn? Mm. Ich will sagen, aber er sieht nicht so gute Menschen auch. Ich will sagen, warum fragst du immer etwas, ich will nicht. Mm. Er fragt immer, siehst du hier, brauchst du was? Will Geld von mir, weißt du? Wollen Sie, wissen Sie, das gefällt mir nicht. Weil ich will, ich frage selber, wie kostet, oder ich will sitzen, wie kostet der Stuhl, oder zum Beispiel, das gefällt mir auch nicht. Deswegen, ich will nicht zum Touristplatz gehen. Ja. Heute hast du geweint, aber jetzt ist alles gut, oder? Ja. Drama. Bisschen Drama. Drama Queen. Drama Queen. Ja, genau, so sieht's aus. Was meint ihr, was ist das beste Bier in Deutschland? Zwiefalter ist nicht schlecht, Augustiner so oder so, Tegernseher. Aber ich glaube, desto kleiner die Brauerei, desto besser. Die Massenabfertigung, die schadet immer. Also in dem Sinne, meine Lieben, bleibt gesund und gebt uns ein Like. Bis dann.